Vielen Dank, sehr geehrter Präsident. Geschätzter Herr Rektor Hasenauer, ich freue mich sehr, dass die Wissenschaft heute hier auch entsprechend prominent vertreten ist. Liebe Simone Schmidbauer als unsere starke Stimme in Europa. Geschätzte Damen und Herren, liebe Teilnehmer an der heurigen Biomasse-Konferenz. Ich freue mich wirklich sehr, quasi als Biomasse-Ministerin wieder zurück zu sein. Wir haben ja durchaus sehr turbulente Monate in der österreichischen Bundesregierung hinter uns, beginnend mit letzten Mai und einem sehr intensiven Wahlkampf, für uns auf jeden Fall auch einem sehr wirklich großartigen Wahlergebnis und der Frage, wie sich Österreich politisch in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln wird. Wir haben dazu auch den Entschluss gefasst, das Wagnis auch einzugehen, mit der Grünen Partei in Österreich eine Koalition zu bilden. Das hat es so in dieser Form noch nie gegeben, aber es waren zwei Parteien klar die Wahlgewinner in diesem September 2019 und beide sind auch klar für Themen gewählt worden, was sich die Bevölkerung in Österreich erwartet und wohin sich einfach auch Politik, Wirtschaft, Gesellschaft entwickeln sollen. Und so haben wir es versucht, in den letzten Monaten ein Regierungsprogramm zu verankern, das nicht darauf beruht, einen Minimalkompromiss zu erzielen. Das ist nämlich sehr oft der Fall, wenn vor allem Parteien, die sehr unterschiedlich sind, miteinander verhandeln, sondern wir haben versucht, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Also auf der einen Seite ganz stark auf den Thema Klimaschutz und Transparenz Wert zu legen, wofür vor allem auch die Grünen massiv Zuspruch erfahren. Und auf der anderen Seite vor allem eben auch die Fragen des Standortes, des Wirtschaftsstandorts, der Regionen, der ländlichen Räume zu beherzigen, vor allem auch das Thema Migration und Sicherheit mit zu verankern und vor allem, das ist für Österreich, glaube ich, wirklich etwas ganz Zentrales, auch maßgeblich für Entlastung der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Ich glaube, dieses Regierungsprogramm kann sich wirklich sehen lassen, kann sich vor allem in zentralen Bereichen sehen lassen, wo es um Zukunftsthemen geht. Und das ist der Klimaschutz. Ich habe gestern bei einer Podiumsdiskussion auch ganz klar dazu gesagt, dass keine Bundesregierung, egal in welcher Konstellation, am Thema Klimaschutz und Umweltschutz auch der Verantwortung der nächsten Generationen vorbeikommt. Ganz ehrlich, mit den Grünen war es dann wahrscheinlich sogar noch ein bisschen leichter als mit dem vorherigen Koalitionspartner. Aber ich bin überzeugt davon, dass das vor allem auch für uns in den ländlichen Räumen, in den Regionen eine ganz, ganz große Chance sein kann, auch Wertschöpfung zu erhalten und vor allem eben auch Neues zu kreieren und damit halt vor allem auch unserer Jugend eine Zukunft zu geben. Und in letzter Konsequenz geht es vor allem auch darum. Wir haben in meinem Bundesministerium jetzt vor allem auch die Chance genutzt, die Zuständigkeiten so zu verändern, dass wir uns als das Kompetenzzentrum auch für die Regionen, für die ländlichen Räume sehen, mit neuen Agenten rund um den Breitbandausbau, Post und Telekom, also quasi die Nahversorger des 21. Jahrhunderts, weil nur wenn wir wirklich auch eine Möglichkeit haben, an schnellen Datennetze angeschlossen zu sein, wird es möglich sein, dass wir in unseren Dörfern, in unseren Bezirken einfach auch in Zukunft lebendige Wirtschaftskreisläufe haben können. Und wir haben vor allem aber auch die Land- und Forstwirtschaft als Zentrum und quasi so das Herzstück unseres Ministeriums gestellt, weil diese beiden Wirtschaftsbereiche einfach wirklich unverzichtbar sind, auch für die Zukunft. Und ich habe oft in den letzten Jahren ein bisschen schmunzeln müssen, wie in meiner Zuständigkeit eben auch noch den Klimaschutz und den Umweltschutz hatte, ob das nicht ein Widerspruch mit der Landwirtschaft sei. Und nachdem ich selber auf einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen bin, weiß ich, dass niemand mittelbarer von der Umwelt und vom Klima betroffen wird als unsere Bäuerinnen und Bauern, als unsere Forstwirtinnen und Forstwirte. Und das ist der Sektor, der jetzt schon grün ist, der vor allem auch immer Bestandteil der Lösung ist und nicht des Problems. Und als solches wollen wir einfach auch in den nächsten Jahren weiterarbeiten und vor allem eben auch die ganz großen Chancen und Potenziale nutzen. Das, was uns in den letzten Jahren schon gelungen ist und was wir umsetzen konnten, war vor allem diesen Ausstieg aus fossiler Energie in die Wege zu leiten. Und ich glaube, wirklich sagen zu können, dass ich jeden Heizöllieferanten in Österreich persönlich kenne, weil wie wir begonnen haben, daran zu arbeiten, das Einbauverbot für Ölkessel in die Wege zu leiten, hat es natürlich einen ganz massiven Widerstand dafür auch gegeben, weil es natürlich für viele auch noch ein Geschäftsmodell ist und wenn man sich davon verabschiedet,
ist das, wenn man auf der anderen Seite steht, so wie ihr da herinnen, natürlich etwas Leichtes, aber für eine Branche, für einen Sektor ist das schon mit massiver auch Verunsicherung zum Teil verbunden und die müssen sich dann auch wieder neu orientieren. Aber wie man heute auch hier sieht, gibt es da ganz, ganz viele Chancen und Potenziale. Ich glaube, dass dieser Ausstieg und entsprechend auch die Rahmenbedingungen für das Ende der fossilen Energie in Österreich unausweichlich ist. Mit den Ölkesseln haben wir begonnen. Wir werden jetzt sehr zügig auch voranschreiten, wenn es um fossiles Gas geht. Also wirklich zu schauen, wo wir Öl und Gas, natürlich auch Kohle, aus unseren Heiz- und Energiesystemen bringen können. Das ist mit sehr viel Anstrengung verbunden und das braucht natürlich auch Alternativen. Aber Österreich hat diese Alternativen und wir können da auf jeden Fall auch auf sehr, sehr viel Erfahrung in Technologie und Know-how in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch zurückgreifen. Das, auf das wir besonders stolz sind, ist, dass Österreich eines der ersten Länder der Welt und auch in Europa ist, das wirklich den Energiemix vollkommen ohne Atomkraft und ohne Kohlekraft bestreiten wird. Wir haben letztes Jahr das letzte Kohlekraftwerk in Österreich quasi vom Netz genommen mit Dürrenrohr. Das hat natürlich auch massive Diskussionen mit sich geführt, aber das war ein guter und ein richtiger Weg und wird vor allem auch in Österreich zu einer maßgeblichen Reduktion der Treibhausgase führen. Und das, was wir gleichzeitig getan haben im letzten Jahr, war ein massives erneuerbaren Ausbaupaket zu beschließen, 540 Millionen Euro, die wirklich jetzt gleich im heurigen Jahr schon in den Ausbau von Erneuerbaren fließen werden, egal ob das eben auch die Biomasse ist, die Gaskraftwerke, die Biogaskraftwerke, die wir haben, die Anlagen, oder entsprechend halt eben auch Wind und Photovoltaik, alle werden davon massiv begünstigt werden. Und der Weg ist, glaube ich, gut fortgeschritten. Also mit dem Ausstieg aus der fossilen Energie ist quasi der rote Teppich für die Erneuerbaren ausgerollt. Das werden wir mit aller Kraft vorantreiben und bin überzeugt davon, dass das vor allem auch in der Zusammenarbeit mit Ihnen hierinnen eine ganz große Chance sein wird. Ein Thema darf ich vielleicht noch ansprechen, weil es wirklich auch sehr viel Anstrengungen im Innovationsbereich mit sich bringen wird. Ich glaube, dass wir sehr viel Potenzial haben im Bereich von Biogas. Das Gasnetz an sich bietet uns halt zurzeit auch die Möglichkeit, relativ flexibel zu- und wegzuschalten. Wir haben im Bereich der erneuerbaren Energie zum Teil halt eben auch das Problem, mit sehr viel Volatilität zu kämpfen. Wir brauchen ganz viel stabile Energie, die halt entsprechend auch verfügbar ist in Zeiten, wo mehr Energie gebraucht wird, beziehungsweise wo wir vielleicht halt eben manchmal auch die Möglichkeit haben müssen, wegzuschalten. Und ich bin überzeugt davon, dass wir im Biogassektor auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr an Potenzial haben, über unterschiedliche auch neue Entwicklungen. Und ein anderer Bereich liegt mir auch noch sehr am Herzen. Die Mobilität ist eigentlich unser ganz großes Sorgenkind in Österreich. Während wir im Gebäudebereich in den letzten Jahren wirklich Verbesserungen erzielen haben können, die Treibhausgasbilanz entsprechend auch mittlerweile positiv ist, ist die Mobilität nach wie vor das große Sorgenkind, auch wieder vor allem bei uns im ländlichen Raum. In den Städten funktioniert super. Wenn alle zwei Minuten eine U-Bahn oder eine Straßenbahn vorbeifährt, dann hat man das relativ leicht. Aber speziell eben auch im Güterverkehr, im Individualverkehr stehen wir da noch vor großen Herausforderungen. Ich glaube, dass auch hier die Innovation ein Schlüssel sein wird. Das ist die E-Mobilität, die jetzt schon verfügbar ist, die vor allem dann, wenn der Strom erneuerbar produziert wird und quasi mit einer Sektorkoppelung das Ganze betreibt, wirklich auch effizient ist und auch perfekt nutzbar ist. Aber wir brauchen, glaube ich, auch Alternativen, die uns vor allem auch im Biomassebereich quasi da sind. Wenn ich beispielsweise an die Fischer-Tropsch-Synthese denke und die Möglichkeit, Holzdiesel zu generieren, wird das vor allem in ganz vielen Bereichen auch eine Möglichkeit sein, entsprechend dann auch CO2-neutral zu fahren und Möglichkeiten zu nutzen. Da würde ich Sie wirklich auch bitten, als Expertinnen und Experten in dem Bereich die Augen und Ohren offen zu halten und alles, was in diesem Bereich quasi auch an Erneuerungen da ist, nicht auszuschließen, sondern ganz im Gegenteil wirklich auch daran zu forschen, zu entwickeln, dass diese Möglichkeiten in letzter Konsequenz irgendwann Marktreife erlangen und entsprechend dann auch unser Energiesystem bereichern können. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren und Monaten
sehr oft auch das Bild gezeichnet bekommen, dass die Entwicklungen fast nicht mehr unumkehrbar sind. Und vieles, das zurzeit auf der Welt passiert, stimmt mir wirklich auch bedenklich. Während wir in Österreich Dürrenrohr vom Netz genommen haben, haben wir im letzten Jahr 1300 Kohlekraftwerke aufgesperrt. China gilt irgendwo in der Innovation als Vorreiter, baut zurzeit ein Kohlekraftwerk, das mit einer Leistung in Betrieb gehen wird, das die gesamte deutsche Kohleproduktion quasi ein Äquivalent dazu ist, also die gleiche Energieleistung mehr oder weniger bieten wird, und das im Jahr 2020. Und das sind globale Entwicklungen, die uns wirklich Sorge bereiten, weil wir, ich glaube, die Zeichen der Zeit wirklich erkannt haben, massiv investieren, unser Wirtschaftssystem umbauen. Und da ist es entscheidend und wirklich wichtig, dass wir als Österreich, dass wir als Europa gemeinsam auch vorangehen und alles dafür tun, dass eben auch dieser Green Deal erfolgreich wird, damit wir ein Vorbild sein können, dass Klimaschutz und Wirtschaftswachstum, dass Klimaschutz und Wohlstand einander nicht ausschließen, sondern ganz im Gegenteil Hand in Hand gehen können. Wir haben da eine Schlüsselrolle in der Welt. Wenn Österreich in dem Bereich erfolgreich sein kann, dann kommen andere nicht daran vorbei und werden in letzter Konsequenz unseren Weg auch folgen. Und deswegen würde ich vor allem hier herinnen auch bitten, das Ganze sehr positiv zu sehen und wirklich als eine ganz große Chance zu sehen, weniger dem Weltuntergang zu frönen, sondern den riesengroßen Chancen, die diese Transformation auch mit sich bringt, vor allem auch für unsere Regionen, für unsere ländlichen Räume und in letzter Konsequenz einfach auch unseren vielen bäuerlichen Familienbetrieben, die vor allem eben auch das Rückgrat und das Herz des ländlichen Raums und unserer Regionen in Österreich ausmachen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement. Ich darf der Biomasse-Konferenz alles, alles Gute und viel Erfolg wünschen. Dankeschön.